Hallo und herzlich willkommen zu meinem nach der Gartenstadt Falkenberg zweiten Video zu den Berliner Siedlungen der Moderne, die seit 2008 zum Weltkulturerbe der UNESCO zählen. Wie die sogenannte Tuschkastensiedlung ist die Siedlung am Schillerpark von dem Architekten Bruno Taut entworfen worden, allerdings in einer gänzlich anderen Art. Die Siedlung am Schillerpark gilt als das erste großstädtische Wohnprojekt in der Zeit der Weimarer Republik und als die erste Siedlung, die ganz im Stil des neuen Bauens errichtet wurde. Was ist nun das Besondere an dieser Siedlung? Welche Neuerungen wurden eingeführt? Durch wen hat sich Bruno Taut hier inspirieren lassen? Wieso hat die UNESCO sie in das Weltkulturerbe aufgenommen? So richtig verstehen lässt sich das eigentlich nur, wenn man die Vorgeschichte sowie die Zeitumstände kennt. Da ich diese nicht bei jeder Siedlung von neuem schildern möchte, habe ich drei Videos erstellt, die als Grundlage zu diesem Video dienen. Der Wohnungsbau in den 1920er Jahren, die Entstehung der Baugenossenschaften und Wohnungsbaugesellschaften sowie die Entstehung Groß-Berlins. Ich verlinke sie hier oben und in der Beschreibung und wer sie noch nicht gesehen hat, kann sie sich am besten vor diesem Video noch anschauen. Namensgeber für die Siedlung war, wie man sich leicht denken kann, der benachbarte Park. Dieser, nach Friedrich Schiller benannt, war nach einem Gestaltungswettbewerb entstanden, den der Entwurf des Magdeburger Gartenarchitekten Friedrich Bauer unter dem Titel »Freude schöner Götterfunken« gewonnen hatte. Bauer gestaltete einen Park, der, Zitat, »vor allem der so nötigen körperlichen wie seelischen Erholung der Großstadtmenschen gewidmet war« und »Gelegenheit zu Spaziergängen im frischen Grün, zu Spiel, zu sportlicher Betätigung, zum Genusse der häufig entbehrten Natur« bieten sollte. Von 1909 bis 1913 angelegt, war der Schillerpark der erste richtige Volkspark Berlins. Im Gegensatz zu älteren Berliner Parkanlagen, die nach herrschaftlichen Leitbildern gestaltet worden waren und nur zum passiven Betrachten der Natur einluden. Hier waren die weiträumigen Wiesen nun zur freien Benutzung gedacht. Es ging um die aktive sportliche Betätigung an der frischen Luft und im Licht der Sonne. Nach dem Motto der Zeit: Licht, Luft, Sonne und ausreichende Bewegung für alle. In der Folgezeit wurden zahlreiche weitere Parks nach diesem Vorbild gestaltet. Auch politische Versammlungen und Kundgebungen konnten hier stattfinden, vor allem auf der sogenannten Schülerwiese mit der integrierten Terrassenanlage. Auf weitere Gestaltungsmerkmale des Parks komme ich dann später nochmal zu sprechen. Eine Siedlung am Schillerpark war schon nach der Fertigstellung des Volksparks 1913 geplant, konnte aber nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs nicht mehr umgesetzt werden. Erst 1924, nach überstandener Inflation und Einführung der Hauszinssteuer im Deutschen Reich, standen genügend finanzielle Mittel zur Verfügung, um im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus neue Wohnsiedlungen zu verwirklichen. Errichtet wurde die Siedlung am Schillerpark vom Berliner Spar- und Bauverein. Im gewerkschaftlich-genossenschaftlichen Verbundmodell übernahm die GEHAG die Baubetreuung, die Bauhütte Berlin die Bauausführung. Für den städtebaulichen Entwurf und als Architekt wurde Bruno Taut beauftragt. Er entwarf eine offene Blockrandbebauung mit Elementen des Zeilenbaus, als Gegenentwurf zu den düsteren Mietskasernen der Vorkriegszeit mit ihren typischen geschlossenen Blöcken und engen Hinterhöfen. Hier sind die Ecken der Straßenblöcke freigehalten, sodass die Luft besser zirkulieren kann. Eine optimale Besonnung aller Wohnungen ist gewährleistet. Der Zugang zu den Häusern erfolgt zumeist über die im Eck gelegenen Eingangsbereiche und von der zentral gelegenen Grünfläche her, die ebenfalls von Taut entworfen wurde. Die Wohnungen entsprachen in ihren Grundzügen bereits weitgehend den neu definierten Mindeststandards des Reformwohnungsbaus. Sie sind mit separaten Bad- und Küchenräumen ausgestattet und haben alle entweder einen Balkon oder eine Loggia. Von dort und aus den Wohnzimmern kann man auf die großzügige Grünfläche schauen. Spielzonen für Kinder und Ruheplätze sind Teil des Konzepts. Sie bieten ein angenehmes und entspanntes Wohnumfeld mit Gelegenheit zum sozialen Austausch. Bruno Taut hat dafür den Begriff Außenwohnraum geprägt. Zur Siedlung zählte auch ein Kindergarten. Dies waren zwar einfache, für die damalige Zeit aber revolutionäre Umstellungen. Ebenfalls neu war die Verwendung von Flachdächern bzw. flachen Pultdächern. Tauts Vorbild für die Verwendung eines sichtbaren Mauerwerks aus roten Ziegeln waren die Arbeiten der niederländischen Architekten Uth und Berlage. Im Jahr 1923 hatte Taut eine Reise nach Holland unternommen
und sich dort von der sogenannten Amsterdamer Schule inspirieren lassen. Im Vorfeld gab es erhebliche Einwände des Bezirksamts Wedding und des Bauamtes, dennoch entstanden zwischen 1924 und 1931 in drei Bauphasen insgesamt 303 Wohnungen in 13 Blöcken. In der ersten Bauphase 1924 bis 1925 entwarf Taut dreispännige Gebäude, das heißt die Etage gehen drei Wohnungen vom Treppenhaus ab. Es gibt 1,5 bis 4,5 Zimmerwohnungen. Die größeren rechts und links vom Treppenhaus abgehenden Wohnungen haben Fenster zur Straßen- und Hofseite hin. Damit lassen sich die Wohnungen quer lüften, was den Architekten des neuen Bauens besonders wichtig war. Nur die kleinen, etwa 40 Quadratmeter großen 1,5 Zimmerwohnungen, die mittig vom Treppenhaus abgehen, haben nur zum Wohnhof Fenster. Taut wendete einen Trick an, um auch hier für eine gute Luftzirkulation zu sorgen. Er zog diese Wohnung aus der Fassade hervor und baute an den beiden herausstehenden Seitenwänden zwei gegenüberliegende Fenster ein, was den Luftaustausch deutlich verbessert. Alle Wohnräume sind Richtung Südosten oder Südwesten ausgerichtet und verfügen über balkonartige umbaute Loggien. Damit haben die Bewohner einen besseren Rundumblick und einen längeren Lichteinfall in ihren Wohnungen. Die Fassade wirkt damit auch abwechslungsreicher, genauso wie durch die weiß verputzten Streifen auf Höhe der Loggien. Taut machte somit auch die Grundrisse der dahinterliegenden Wohnungen sichtbar. Bei den Planungen für den zweiten und dritten Bauabschnitt musste Taut Anpassungen und Abstriche vornehmen. Inzwischen waren genau einzuhaltende Mindeststandards entwickelt worden, um Mittel aus der Hauszinssteuer erhalten zu können. Die wichtigste Änderung war, dass alle Wohnungen nun eine Mindestgröße von 45 Quadratmetern haben mussten. Daher gab es jetzt pro Etage nur noch zwei Wohnungen. Es musste zudem kostengünstiger gebaut werden. Anstatt der weißen Putzstreifen entwarf Taut reine Ziegeldetails rund um die Fenster sowie Betonelemente im Bereich der Loggien. Im dritten Bauabschnitt konnten wegen der 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise nur noch einige Randbauten errichtet werden. Weitere Einsparungen waren nötig, Taut verzichtete auf optische Details, die Häuser wirken schlichter, man könnte sagen langweiliger. Im Video zur Gartenstadt Falkenberg hatte ich Bruno Taut ja als den Meister des farbigen Bauens bezeichnet. Im Vergleich zu anderen Siedlungen Tauts ist davon in der Siedlung am Schillerpark wenig zu sehen. Stattdessen setzt die Fassadengestaltung auf die Baumaterialien und eine nach außen sichtbare Raumstruktur. Auch mit dem durchgehenden Obergeschoss, dem sogenannten Drempelgeschoss, in dem Waschküchen und Trockenräume liegen. Dieses findet sich auch in anderen Siedlungen Tauts. Es hat eine soziale und hygienische Funktion und dient der Wärmedämmung. Wirklich farbig sind allein die Türen und das Innere der Treppenhäuser. Mit einem Mieter, der, wie er sagt, sehr gerne in dieser Siedlung wohnt, konnte ich mich unterhalten und er hat mir kurz sein Treppenhaus gezeigt. Also in der Sinne, hier ist das jetzt wieder gelb, nächste Etage ist das schwarz. Ja. Aber ist ja besser, als wenn das alles so eintönig ist. Die Siedlung wollte den Anspruch des neuen Bauens umsetzen, Arbeitern und Angestellten helle, funktionstaugliche Wohnungen in einer gemeinschaftlichen Struktur zu bieten und war damit wegweisend in der Weimarer Republik. Die einfachen Arbeiter konnten sich allerdings auch diese genossenschaftlich errichteten Wohnungen nicht leisten. Es zogen überwiegend höher qualifizierte Arbeiter, Angestellte, Beamte, zum Teil auch Künstler und Intellektuelle ein. Darunter viele Mitglieder linker Parteien wie der KPD und mehrheitlich der SPD. Im Berliner Volksmund wurde die Siedlung bald als Rote Bonzenburg bezeichnet. Der dritte Bauabschnitt war sogar ganz für Gewerkschaftsmitglieder reserviert. In der KPD war die Siedlung als Wohnort ihrer Mitglieder wegen der privilegierten Situation durchaus umstritten. Dennoch fand 1927 im Schillerpark ein Jahrestreffen des Roten Frontkämpferbundes statt. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden viele der ursprünglichen Siedlungsbewohner vertrieben, ins Gefängnis geworfen oder in Konzentrationslager deportiert und durch systemnahe Neumieter ersetzt. Um im Roten Arbeiterbezirk ein Zeichen zu setzen und zudem die im Schillerpark turnenden Schüler mit deutscher Geistesgeschichte zu beeindrucken, ließen die Nationalsozialisten 1941 im Park das Schillerdenkmal auf der Terrassenanlage aufstellen. Es handelt sich um eine Kopie des Marmordenkmals von Reinhold Begas am Gendarmenmarkt.
Das Denkmal zeigt Schiller auf hohem Sockel. Als Attribute trägt der Lorbeerkranz und eine antike Schriftrolle. Zu seinen Füßen sitzen als weibliche Figuren dargestellt Lyrik, Dramatik, Philosophie und Kultur- und Geistesgeschichte. Hier ist das Denkmal nicht aus Marmor, sondern aus Bronze gegossen. Dazu hatte man ein unerwünschtes Denkmal von Georg Kolbe für den jüdischen Unternehmer und Politiker Walter Rathenau aus dem nahegelegenen Volkspark Rehberge eingeschmolzen. Im Zweiten Weltkrieg wurden Teile der Siedlung zerstört. Den Wiederaufbau leitete 1951 Max Taut, der Bruder von Bruno Taut. Beide Brüder hatten zusammen mit Franz Hoffmann bis 1933 das gemeinsame Architekturbüro Taut und Hoffmann betrieben. Vom Charakter waren sie allerdings sehr unterschiedlich und hielten ihre Bauaufgaben daher streng getrennt. Der 4 Jahre ältere Bruno Taut war auf Siedlung und große Wohnanlagen spezialisiert. Max Taut plante vorrangig Schul- und Verwaltungsgebäude. 1933 war Bruno Taut ins Exil gegangen und bereits 1938 in der Türkei verstorben. Max Taut hingegen praktizierte auch nach dem Krieg als Architekt in Berlin. Max Taut hat das Eckhaus des erstgebauten Häuserblocks auf 4 Stockwerke aufgestockt und ist dadurch markanter gemacht. Zwischen 1954 und 1959 wurde die Siedlung durch den Architekten Hans Hoffmann, nicht zu verwechseln mit dem zuvor genannten Franz Hoffmann, erweitert. Hans Hoffmann war seit den späten 20er Jahren Mitarbeiter im Architekturbüro der Brüder Taut gewesen. Den dritten Bauabschnitt ergänzte er mit hell verputzten Zeilenbauten und errichtete dann auch einen neuen Abschnitt nördlich der Korker Straße. Bei den neuen Gebäuden folgte er dem von Taut entwickelten Konzept einer offenen Blockrandbebauung mit lichten Wohnungen und dem Spiel zwischen Innen- und Außenraum. Besonders für Hoffmann sind allerdings die gartenseitigen Fassaden aus geschosshochverglasten Blumenfenster, die ihm später den Namen Glashoffmann einbrachten. Diese begehbaren Blumenfenster sind ein zentraler Bestandteil eines innovativen energetischen Konzepts, da sie als Wintergärten sowohl die Funktion eines Klimapuffers innehaben, als auch zur passiven Sonnenenergiegewinnung beitragen. Die Bauten liegen heute in der Pufferzone der UNESCO-Welterbestätte und gelten in ihrer funktionalen Ästhetik als wichtiges Zeugnis der Berliner Nachkriegsmoderne. Ab 1991 fand eine denkmalgerechte Sanierung der Siedlung am Schillerpark statt. Das Sichtmauerwerk, der verwitterte Außenputz, marode Holzrahmen der Fenster und Fensterbänke sowie korrodierte Stahlfensterrahmen wurden wiederhergestellt. Zudem fand eine energetische und schallschutztechnische Instandsetzung der Gebäude statt. Auf Wunsch der Bewohner wurden die Loggien und Balkone im Erdgeschoss verglast, um den Fluglärm durch den nahegelegenen Flughafen Tegel, der damals noch in Betrieb war, zu reduzieren. Innere Flügel der Kastenfenster wurden teilweise durch Schallschutzverglasung ersetzt. Wenn man die Siedlung aus heutiger Sicht betrachtet, wirkt sie wie eine von vielen. Zur damaligen Zeit war sie aber außergewöhnlich und diente mit ihrem an den Bedürfnissen der Mieter orientierten Konzept als Vorbild für nachher entstandene Wohnanlagen. Da die Siedlung weitgehend erhalten geblieben ist und behutsam dem ursprünglichen Zustand entsprechend saniert wurde, hat man sie 2008 als wichtiges Zeugnis sozialer Wohnungsbauarchitektur in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Auch der Schillerpark ist größtenteils in seinem Originalzustand erhalten, zählt zu den 3 größten Parkanlagen in Berlin-Wedding und ist einen Besuch wert. In meinem nächsten Video zu den Berliner Siedlungen der Moderne wird es dann um die viel bekanntere Hufeisensiedlung in Berlin-Britz gehen. Bis dahin freue ich mich über Rückmeldung und eine Unterstützung meines Kanals. Alles Gute und ciao!